Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie hier aus der Pauluskirche. Meine Mitbrüder und ich feiern hier für Sie das Stundengebet mit Ihnen gemeinsam die Eucharistiefeier. Wir wirken hier seit 1929 und vor der Säkularisation im nicht mehr existenten Kloster, dort, wo jetzt die Kaiserpassage Worms steht. In dieser Pauluskirche haben wir eine ganz besondere Mariendarstellung. Es ist eine gekrönte Schutzmantelmadonna in einem gotisierenden Häuschen aus dem frühen 20. Jahrhundert und war davor im Dominikanerkloster Warburg. Sie ist dargestellt als die Patronin des Ordens und breitet ihren Schutzmantel aus und umhüllt den Dominikanerorden. Ich habe vor kurzem gehört einen Vergleich, und dieser Vergleich war, dass sich der Coronavirus wie eine Dornenkrone auf das Haupt der Menschheit gesetzt hat. Dieser Vergleich einerseits in Bezug auf das lateinische Wort Corona, also Krone, aber auch in Anspielung auf die Dornenkrone Jesu Christi, die ebenso Leid und Schmerz verursacht hat. Doch Gott will dem Menschen keine Dornenkrone aufdrücken. Er will nicht Leid des Menschen, er will nicht den Tod des Menschen. Was will er dann? Er will das, was wir hier sehen, an der gekrönten Mariendarstellung. Die Krönung Mariens ist Krone der Freude und Glückseligkeit, die Gott uns Menschen schenken möchte. Die Krönung Mariens im Himmel ist eine symbolische Umschreibung der himmlischen Vervollkommnung einer persönlichen, einer innerlichen, einer gegenseitigen, sich beschenkenden und umfassenden Liebe zwischen Maria und Gott. Und das möchte auch Gott uns allen schenken, diese Krone der Freude und der Glückseligkeit. Möge die brennende Osterkerze, das Zeichen des auferstandenen Christus, uns ein Hoffnungsträger sein, und möge die gekrönte Maria mit ihrem Schutzmantel unsere Fürsprecherin dazu sein.
Lasset uns beten. Unter deinem Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glorreiche und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohne, stelle uns deinem Sohne vor. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.